Wie sieht deine OAC Traum 7 aus mit Bier? Traum 7? Schwierig. Das muss ich mal überlegen. Mit oder ohne Kondom? Mit. Intelligenz oder Schönheit? Beides. Um wach zu werden, brauchst du? Kaltes Wasser ins Gesicht. Euer Husky Levi, ja, hat 2258 Insta-Follower. Ja. Du hast 186. Ja. Warum der große Unterschied? Ja, Levi ist einfach viel aktiver auf Instagram als ich. Der postet ja ständig was. Hertha BSC oder Union? Union. Wie oft wirst du als Schornsteinfeger von Leuten angegrapscht, weil sie sich Glück davon versprechen? Ja, das kommt schon noch vor. Also meistens sind es schon Ältere und Frauen, meistens auch. Aber so jede Woche, ja. Du als Bayern-Fan, Dortmund oder Schalke? Ja, dann ist es doch Dortmund. Also, Bist du schon mal im Kino eingeschlafen? Kino fällt mir jetzt so direkt nicht ein, aber ich bin neulich mal im Theater eingeschlafen. Das hält mir meine Freundin seit längerem vor. Die erste Frage ist, hat jetzt nichts Schlüpfriges. Okay. Bälle oben oder Bälle unten? Bälle unten. Hast du schon mal einen Joint geraucht? Nein. Du bist in erster Linie Schiedsrichter, hast aber auch selbst Handball gespielt und warst Trainer. Gibt's irgendeine Funktion, irgendeine Sache, die dir am liebsten ist? Also am liebsten in Praxi pfeife ich tatsächlich, weil ich glaube, da liegen meine größten Kompetenzen, da habe ich auch die meiste Freude. Wenn man eben ein Spiel gut über die Bühne bringt mit den Spielern und den Verantwortlichen gut kommunizieren kann, da habe ich meinen Spaß, und wenn man am Ende gefühlt nicht da war. Ich bin am liebsten Pfeife. Warm oder kalt duschen? Warm duschen. Du bist außerordentlich kreativ, was Geschenke besorgen angeht. Ich bin totaler Geschenkemuffi. So, das ist eine schwierige Frage. Traum 7. Bist du mit 200 Likes auf deiner Facebook-Seite einverstanden? Ach, da geht noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr. Du warst schon mal auf einem Beichtstuhl. Ich hab's nicht so mit dem Lord. Mowgli? Mowgli, der Dschungeljunge. Kam eigentlich daher, dass ich zu dem Zeitpunkt auch lange Haare hatte und noch nicht ganz so kräftig war, wie ich es heute bin. Und mich ja doch durchaus ein bisschen wilder bewege als andere Menschen. Und da meinte der damalige große Bruder vom Mitspieler, dass ich doch irgendwie aussehe wie Mowgli. Öffentliche oder Mama-Taxi? Mama-Taxi. In Kurzform, was ist ein perfekter Tag? Ein perfekter Tag ist, wenn ich zu Hause den Tag mit der Familie verbringen kann. Welche Eigenschaft an dir würdest du gern ablegen? Na, manchmal bin ich zu ehrgeizig und vielleicht auch zu perfektionistisch. Das mögen manche Leute, glaube ich, auch nicht so an mir. Da bin ich sehr verbissen. So die Verbissenheit wäre vielleicht ein gutes Wort für das, was ich ablegen will. Das muss ich mal überlegen. Also, Kannst du IKEA-Möbel aufbauen? Ja, aber es ist ein erheblicher Zeitaufwand dafür notwendig, ja. Wer ist dein häufigster OHC-Patient? Zurzeit Darius Krei, würde ich sagen. Fläschchen Milch geben oder Fläschchen Bier trinken? Schwierig. Fläschchen Bier trinken. In wem sitzt du in der Kabine? Ich sitze tatsächlich gar nicht. Ich stelle meine Sachen ab und habe keinen Sitzplatz, weil ich aber auch keinen brauche, weil ich viel unterwegs bin und in der Ansprache stehe. Und ja, daher habe ich eigentlich keinen Sitzplatz. Viel oder wenig Schläfer? Oh, beides. Also manchmal schlafe ich wenig, manchmal schlafe ich viel. Also kommt dran an die gestern Abend dann. Also. Ja, also ich habe, muss mir überlegen. Welche Figur würdest du beim Eiskunstlaufen machen? Oh, eine ganz schlechte auf jeden Fall, welche das auch immer sein soll. Neben wem sitzt du in der Kabine?
Denno und Nils. Angenehme Nachbarn? Super Nachbar. Ich krieg von Denno neben dem Trinken eine Nuss. Welcher Torwart machte dich wegen seiner Qualität wahnsinnig? In den ersten Trainingseinheiten Simon Herold. Rasur oder Stoppeln? Wie man sieht. Lebst du auf großem Fuß? Ja, auf sehr großem Fuß. Also wurde mir in den Wiegel gelegt. Also ich spiele eine 48. Also das ist schon für meine Körpergröße fast ein bisschen zu groß. Ja. Sehr stabilen Stand auf jeden Fall. Was bringt dich auf die Palme? Wenn mein Bruder eine andere Idee hat als ich im Normalfall, also egal ob privat oder irgendwie auch auf dem Spielfeld, dann kann es schon mal ein bisschen krachen zwischen uns. Und vor allem die bessere Idee hat, dann ist und es schlimmer. Die bessere Idee ist noch schlimmer, ja. So, das ist eine schwierige Frage. 7. Wer bringt bei euch zu Hause den Müll runter? Ich glaube, wenn ich jetzt ich sage, dann kriege ich Ärger, deswegen, wir teilen uns das ganz gut auf. Wann bist du das erste Mal in die Sprecherrolle geschlüpft? Das war, wenn ich jetzt ganz weit zurückgehe, zu DDR-Zeiten im Kinderfernsehen, als der damals noch auch im Erwachsenenprogramm tätige Ansager zwischen Sendungen. Ich habe keinen Spitznamen. Früher wurde ich mal Paulinho genannt, wegen meiner grandiosen Fußballfähigkeiten, aber ansonsten eigentlich nicht. Hast du dir Gedanken zu deinem heutigen Outfit gemacht? Nein. Ich komme direkt von der Arbeit. Traum 7. Schwierig.